Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar von FXWett mit Stereotrader, Live Trading, Non-Farm Payrolls mit Dirk Hilger. Ja, heute eine Stunde früher als sonst. Wir haben ja Winterzeit in den USA. Die legen ja dann erst nach und ich hoffe, die meisten haben es mitbekommen, dass wir dann dementsprechend eine Stunde früher dran sind. Und Sie wurden ja auch informiert per E-Mail nochmal, dass das Webinar dementsprechend heute eine Stunde früher auch beginnt, damit wir pünktlich beim Live-Trading dabei sind. Ich möchte auch gar nicht viel erzählen, sondern direkt das Wort an Dirk Hilger geben. Und hallo Dirk, grüß dich. Hallo Christian. Hallo. Und genau, dann schalte ich rüber, dass du starten kannst. Risikohinweis. So. Stichwort Christian? Ja. Den Risikohinweis. Das sollte man vielleicht noch machen. Genau. Ja klar, also ich sag mal, Risikohinweis kennen Sie ja von den Webinaren, dass dementsprechend das Trading-Ideen sind und keine Trading-Empfehlungen. Können wir dann später auch nochmal einblenden. Okay. So, der Christian ist etwas in Eile, wie man hört. Der muss nämlich gleich weg zum Termin, so wie ich das verstanden habe. Richtig, ja. Und dann versuche ich das hier mal zu übernehmen. Hoffe nur, dass meine Internetverbindung auch durchhält. Ansonsten haben wir hier gleich ein stummes Webinar, weil ich mich ja dann zwar nicht mehr einwählen kann. Aber wird schon gut gehen. Aber vielleicht, wenn du gehst, kannst du ja mal irgendwie Bescheid sagen, dass da ab und zu vielleicht mal einer drauf guckt. Ja, klar. Ob da noch alles in Ordnung ist. So, dann hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite heute zum NFP-Webinar. Der Christian hat es ja gerade Live-Trading genannt. Das ist halt immer so eine Sache bei den NFPs in letzter Zeit. Das haben wir schon öfters mitbekommen. Von daher ist nicht unbedingt Live-Trading. Aber wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, das, was sich bei den NFPs ergibt, hat tatsächlich oft Bestand für bis zu 4 Wochen. Und da werde ich auch gleich mal drauf eingehen und mal ein kurzes Review auch machen. Das ist nämlich eigentlich, hat alles so weit gepasst, was ich halt auch beim letzten Mal zu den einzelnen Märkten gesagt habe. So, da wir jetzt halt hier auch gleich schon in 11 Minuten, ist es ja auch schon soweit, kommen die Zahlen raus, also die US-Arbeitsmarktdaten. Die Daten, wer hier schon öfters dabei war, der weiß das, da gucke ich nicht wirklich drauf, sondern ich gucke mir halt einfach nur die Bewegung an, was haben wir, was passiert. Und weil oft ist es einfach so oder eigentlich immer, dass man News nicht mit Logik handeln kann, sondern halt letzten Endes News bringen Bewegung. Und das war es dann halt auch schon. Ja, aber man kann jetzt irgendwie nicht sagen, so Arbeitsmarktdaten sind gut, dann geht die Börse hoch, sind sie schlecht, geht sie runter. Funktioniert einfach nicht. Ja, und vor allen Dingen halt vor so einem Hintergrund, wie wir ihn heute haben, insbesondere hier die Indizes, die ja schon deutlich halt angezogen sind. Und von daher sollte man eigentlich nicht davon ausgehen, dass es einfach so geradeaus weiterläuft. Zumal sehen wir jetzt auch hier, ich habe jetzt hier den DAX mal hier auf erstmal. Und damit schon deutliche Reaktion, noch extremer hier im Dow. Ja, sitzt hier 1 Minute und da ist gerade schon ordentlich was passiert. Das sieht schon ziemlich böse auch nach Stopfishing aus, was da halt läuft. Ja, weil halt so über den Widerstand drüber und dann mal eben 120 Punkte runter. Das ist nicht unbedingt, was ohne weiteres halt handelbar ist oder was halt noch irgendwie anderweitig erklärbar ist. Ich mache mal kurz die Märkte mal zuallererst. Ich fange mal an mit dem DAX. So, und da wird vielleicht ja auch der eine oder andere drauf geguckt haben und gesehen haben, der DAX ist da ordentlich runtergeschrubbt gerade. Und warum ist das so? Hat er mir ein bisschen vorgegriffen, weil eigentlich das wäre jetzt wirklich eine Geschichte gewesen, die man hätte, Mikro verrutscht hier ein bisschen, die man hätte live handeln können. Ich habe das vorhin auch mal versucht, hier eine Position schon vorab reinzugeben. Die habe ich aber nur hier mit einem ganz kleinen Plus beenden können. Warum gerade an der Stelle? Wo es doch so schön nach oben läuft. Das werde ich mal kurz zeigen. Also ich habe das hier auch im Stundenchart auch eingezeichnet, aber das ist im Wochenchart wesentlich besser zu erklären. Und zwar wie folgt. Also hier ist der Wochenchart im DAX und unten ist so ein kleiner roter, rosafarbener Kasten, wie auch immer. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir in jedem Webinar hier haben zu den NFPs. Unser Stichwort heißt bei mir Kontext. Und das ist einfach eine sehr, sehr verlässliche Geschichte, die man meines Erachtens unbedingt in sein Trading auch mit einbeziehen sollte. Weil wenn wir jetzt gerade wie hier
halt long unterwegs ist, darf man sich nicht wundern, wenn es plötzlich an einer bestimmten Stelle dann ordentlich Gegenwehr gibt. Und im DAO ist das ganz ähnlich. Und im DAX hat man es jetzt hier schön gesehen, dass hier ist eine Wochenkerze. Da ist jetzt natürlich oben nur ein ganz kleiner Docht. Aber wie man ja gesehen hat, im 5-Minuten- oder Minuten-Chart ist es natürlich schon wesentlich deutlicher. Was es damit auf sich hat, ist ganz einfach. Wir haben hier die letzte Abwärtsbewegung in einem Abwärtstrend. Ja, muss man ja halt auch mal ganz klar sagen. Und der Trend, und davon rede ich, glaube ich, in jedem einzelnen Webinar hier seit Januar, ist short. Und alle Aufwärtsbewegungen waren nur korrektiv. Aus dem einfachen Grund, das habe ich auch mehrfach schon gezeigt, weil wir hier, das war halt im Januar diesen Jahres, wir haben hier, sehen wir, eine Aufwärtsbewegung, dann Korrektur, tief, neu, dann nochmal neues Hoch und dann oben ist nichts mehr passiert, beziehungsweise nur ein kleines neues Hoch. Und dann haben wir eine ganz deutliche Abwärtsbewegung, die nicht nur unter das erste Korrekturtief geht, sondern auch hier unter das zweite. Und das initiiert eigentlich schon einen Abwärtstrend. Also nach markttechnischer Sicht ist das halt einfach ein sehr großes Indiz oder ein sehr brauchbares Indiz, was man nicht unterschätzen sollte. Zumal wir haben ja auch hier nicht nur eine Kerze, die runterging, sondern es waren ja mehrere, die hier drunter waren. Da war also schon deutlich Druck nach unten. Ging dann zwar nochmal hoch, gab aber, wie man hier sieht, kein neues Hoch. Also ist die logische Konsequenz runter. Und deswegen habe ich ja auch beim letzten Mal auch gesagt, wenn wir da unten nochmal hinkommen, wir fallen da höchstwahrscheinlich durch. Da wird nichts mehr bremsen, sondern das wird erstmal deutlich runtergehen. Und mein Zwischenziel war halt 11.221. Und da sind wir jetzt ja auch nochmal ein gutes Stück drunter gerutscht. So, und aber nochmal zurück zu dem Thema Kontext. Also was wir halt hier sehen, ist wie gesagt, der letzte Außenstab auf Wochenbasis im Abwärtstrend. Und genau da versucht er nämlich gerade drüber rauszukommen. Und das funktioniert eigentlich fast nie ohne weiteres. Ja, also der kann natürlich mal ein Stück da drüber laufen, aber der wird jetzt nicht, in den allermeisten Fällen, wird der nicht einfach da drüber laufen und da oben schließen. Das passiert fast nie. Und je größer der Timeframe, also die Zeiteinheit, umso unwahrscheinlicher ist es halt eben auch. Man darf halt eins nicht vergessen, die Jungs oder Mädels oder wer auch immer halt hier den Verkauf nochmal angesetzt hat, hier in der letzten Woche, das war ordentlich Volumen, was da runtergegangen ist. Und es natürlich, muss man sich halt immer im Hinterkopf behalten, wenn da halt noch einfach größere Positionen sind, die halt abgestoßen werden sollen, und dann haben die natürlich hier einen guten Anhaltspunkt zu sagen, ja, so viel kriegen wir vielleicht nicht mehr für unsere Position, also nochmal raus damit. Und das heißt, wenn die noch nicht fertig waren, ja, wer auch immer das ist, spielt ja gar keine Rolle, aber wenn dieses Volumen noch nicht abgebaut ist, dann wird es höchstwahrscheinlich hier nochmal passieren. Also das heißt hier eben an der Oberkante von der letzten Abwärtsbewegung, ja, weil das ja auch eine gewisse Rhythmik ist, ob das jetzt Wochenchart ist oder Stundenchart, es ist ja immer eine gewisse Rhythmik einfach in den Bewegungen beziehungsweise in den Kerzen ja auch drin. Und das ist eben der Grund hier, warum es jetzt hier nicht einfach drüber läuft. Jetzt kann es natürlich trotzdem einen Fehlausbruch nach oben darüber geben. Das heißt aber dann trotzdem nicht, dass man da einfach long reinspringen kann und dann hoffen kann, dass das einfach weiterläuft. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Sondern wie gesagt, der wird sich dann halt den nächsten Punkt hier irgendwo oberhalb suchen und dann immer wieder auch zu diesem Punkt zurückkommen, was übrigens die 11.667 ist das. So, und das sieht man auch hier im Stundenchart, habe ich die mal eingezeichnet. Ich habe da vorhin, wie gesagt, versucht, mal direkt da short zu gehen, ging auch für ein paar Punkte, aber eben mehr eben nicht. Und das ist jetzt halt für mich, egal wie das jetzt hier gestiegen ist, weil wir ja nun mal halt im Abwärtstrend korrektiv sind, sieht man hier auch nochmal ein bisschen besser, nämlich im Stundenchart. Hier war einfach die letzte Aufwärtsbewegung und ab da ging es runter. Und zwar auch, nachdem es von oben gekommen ist. Und das heißt, wenn er jetzt hier tatsächlich ein Reversal versuchen wollte, der DAX oder die Händler im DAX oder wie auch immer, dann muss natürlich dieser Punkt raus. Ja, und so ein bisschen drüber, das hat jetzt erstmal nichts zu sagen, aber das ist natürlich ganz klar der Punkt, der dann natürlich umkämpft ist und der natürlich dann auch, ich kann es nicht besser skalieren, der dann natürlich auch überboten werden will. Und deswegen halt auch, ja, alles so allein. Hier im Stundenchart sieht man es ganz deutlich, warum hier oben der Korrektur beziehungsweise halt entsprechend ein Abverkauf auch nochmal wahrscheinlich ist, einfach aus Sicht der Markttechnik. Und das eben passt auch nochmal zu dem Kontext, den wir haben auf Wochensicht. Und das heißt, klar, wenn man jetzt halt irgendwie im Swing Trading ist und sagt, okay, ich baue weiter auf den Abwärtstrend,
dann kann man natürlich hier eine Position aufmachen, dann halt den Stop dann irgendwo halt ein paar hundert Punkte höher. Und einfach, weil hier oben ja auch nochmal das nächste Korrekturhoch ist, das ist die 11.773. Ja, und ganz oben wäre halt entsprechend die 11.840. Das wäre halt so das Maximum. Ja, also hier wäre halt auch mal, das ist jetzt, wie gesagt, das ist nicht der eigentliche Trend. Ja, das ist halt nur eine Zwischenbewegung. Aber die größere Bewegung sieht man hier ganz deutlich. Das war die 11.840. Von dort ging es ja dann rund 800 Punkte auch runter. Das wäre natürlich das, ich nenne es jetzt mal Primärziel. Also wenn es darum geht, diesen Abwärtstrend zu knacken, im Stundenchart wohlgemerkt, dann muss halt die 11.840 letzten Endes raus. Das heißt also, wenn es nach oben noch weiter drückt, dann kann man schon fast damit rechnen, dass wir in die Region, also hier 11.773 bis maximal 11.840 kommen. Und dass das aber einfach so da oben in einer Bewegung genommen wird, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ja. Also kann sein, dass er hier so ein bisschen hochschiebt, aber dass wir hier nur noch grüne Kerzen sehen bis da oben hin im Stundenchart, glaube ich nicht dran. Und das sollte man einfach im Auge behalten, was denn da halt letzten Endes passiert, da oben an der Stelle und kann sich dann entsprechend ja auch positionieren. So, ich habe jetzt hier ein paar Orders gesetzt. Wie man sieht, hier ist auch gerade jetzt eine gefüllt worden und erstmal ein bisschen kleiner dimensioniert, falls es halt hier ein bisschen unscharf nach oben wird. Aber kann man, finde ich, zumindest mal versuchen. Und wenn es jetzt am Stück hochgeht, dann nehme ich das halt eben raus. Und weil wir hier halt einfach genau an der 11.667 halt sind, deswegen habe ich die jetzt hier erstmal aufgemacht. Mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Was man hier übrigens auch sieht, ist halt das X-Frame Add-on. Das heißt, ich bin hier im 5-Minuten-Chart, sehe aber gleichzeitig auch noch die Kerzen hier vom Stundenchart. Das kann man halt, so kann man halt die Timeframes übereinander legen und sieht dann so ein bisschen besser, woran man ist. So, jetzt werde ich halt mal den DAO schnappe ich mir auch noch mal eben. Der klemmt hier unten, der hat hier oben auch ordentlich Gas gegeben. Und wie man hier sieht, die 25.627 war halt hier so der Punkt, auf den ich eigentlich gebaut habe, ja, dass da halt so ein bisschen mehr passiert. Und man sieht es halt auch ganz deutlich, dass halt hier in der im ersten Anlauf ist halt deutlich runtergegangen. Und mein Plan war eigentlich hier den zweiten zu schnappen. Wie man auch sieht, hier ist da halt nichts bei rausgekommen, sondern im Gegenteil, es hat halt ein bisschen Geld gekostet an der Stelle. Und wäre halt natürlich schön gewesen, wenn der zweite Anlauf gehalten hätte. Aber wie man sieht, was er hier gemacht hat, ist halt so ein Hut drüber gebaut über die Geschichte. Das heißt also ein Fehlausbruch. Und ich rechne eigentlich damit, dass wir hier auch nochmal hinlaufen und die durchaus auch nochmal sehen. Also vorausgesetzt, die Stunde schließt natürlich jetzt hier drunter, dann wäre es halt ein Fehlausbruch und dann kann man versuchen, den auch nochmal einzufangen. So, jetzt muss ich den aber kurz mal hinten anstellen, den DAO, weil wir jetzt nämlich hier in 40 Sekunden sind wir schon soweit. Und ich stelle die Position mal break-even, nehme die hier mal raus. Wie man sieht, hat man jetzt hier auch nochmal entsprechend nochmal Reaktion. Und von daher jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber ich ziehe den Stop mal ein bisschen hier ein bisschen dran, falls wir halt eine ruppige Bewegung nach oben bekommen, damit ich nicht mit allzu viel Slippage. Genau, okay. So, ein kleines Plus, geht nochmal oben hin, aber wie gesagt, ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, da jetzt halt einfach Short dagegen zu halten. Jetzt erstmal abwarten, was da halt passiert. Und ob das jetzt dabei bleibt oder ob da noch mal mehr hinterherkommt. Ich gucke mir den DAO auch noch mal an. Gleichzeitig, der ist vermutlich genau dahin gelaufen. Ja, den habe ich jetzt dann leider verpasst. Das war genau die 627. Okay, das ist halt immer das Problem, wenn man moderiert und gleichzeitig irgendwie handeln soll. Das wäre natürlich exakter Treffer hier gewesen. Das war die, ja, ziemlich genau halt. Aber okay. Also das heißt, das Thema ist meines Erachtens auch noch nicht durch, ja. Also das war natürlich hier eine sehr schöne und genaue Impulsreaktion. Die hätte man ja natürlich auch handeln können. Hier für fast 50 Punkte hat die ja gerade gereicht. Aber wenn man da halt ein bisschen langsamer rangehen möchte, dann sollte man schon, finde ich, den Stunden-Chart
die Stundenkerze halt abwarten, mal gucken, wo die dann letzten Endes schließt. Und dann kann es halt gut sein, dass halt jetzt so läuft, dass wir erstmal halt hier nochmal ein Stück runtergehen, auch hier unter der Kerze schließen, dann nachher halt die Kasseeröffnung nochmal bis da hochläuft. Und das wäre natürlich dann halt schon ein Punkt, wo man dann auch versuchen könnte, den mal mitzunehmen. So, hier ist jetzt erstmal Stillstand, dann erkläre ich mal hier kurz den DAO noch so lange. Das hier war jetzt halt echt schade, dass ich den gerade noch genannt und dann halt, naja. Hier sieht es ganz ähnlich aus. Ich habe das hier auch mal eingezeichnet schon mal. Also wir sind hier im Tageschart und das Ding kommt auch aus dem Wochenchart, wie man sieht. Wobei das halt hier, habe ich jetzt nur den, was habe ich denn da eingezeichnet? Ah ne, genau, das war die letzte Tageskerze als Außenstab, wobei die eigentlich nicht ganz richtig ist. So, ich mache das auch mal auf den Wochenchart. So, dass man das mal besser sieht. So, die war also hier zu Ende. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und hier unten dann nochmal das Gleiche. So, und da sieht man jetzt ja auch recht deutlich exakt das Gleiche, was hier passiert im DAO, wie im DAX. Ja. Versucht nämlich auch einfach nur da oben rauszulaufen aus dieser letzten Abwärtsbewegung. Ja, wo man dann halt hier ja dann auch sieht, wir hatten hier in der Abwärtsbewegung in ebenfalls einem ja noch nicht wirklich initiierten Short-Trend, weil der DAO hat hier nur einen einzigen Piekser unter das letzte unter die letzten Lows hier gemacht. Das heißt, der ist eigentlich als Short nicht etabliert. Ja, nichtsdestotrotz haben wir halt hier noch mal eine massive Abwärtsbewegung gehabt von hier oben nach hier unten und entsprechend ist das hier der letzte Außenstab in der Abwärtsbewegung und der DAO versucht genauso wie der DAX da oben drüber rauszuklettern. So, und das ist exakt das gleiche Prinzip, ist aber nichtsdestotrotz jetzt gerade beim DAO, wenn der natürlich so volatil ist, auch nicht so einfach zu handeln. Und weil man sieht es ja halt hier, ja, da geht es halt mal irgendwie 100 Punkte oder fast, nee, doch, es waren 100 Punkte hier drüber und kommt dann wieder runter. Aber nichtsdestotrotz, das ist schlicht und ergreifend einfach der Grund, warum da halt solche Bewegungen halt passieren. Und halt, wie ich finde, wie gesagt, halt ein total simpler Ansatz, ja, wo man halt viel, viel, viel besser einschätzen kann, wie jetzt halt sich so ein Markt halt weiterentwickelt, als jetzt halt tatsächlich mit Trends und weiß ich nicht was halt. Weil das ist halt wirklich einfach. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das auch mal im Auge zu behalten, weil wenn sowas halt einer größeren Zeiteinheit vorliegt, geht es nicht einfach darüber. Das funktioniert fast nie. So, mal gucken, hier passiert auch nochmal ein bisschen was, aber wie gesagt, jetzt hier reinspringen muss jetzt vielleicht nicht sein. Ich hätte den hier natürlich jetzt einfach nochmal aufmachen können, beziehungsweise ein bisschen Stop geben können an der Stelle, aber ich muss halt hier die ganze Zeit hin und her schalten, natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen. So, apropos erzählen, Christian, falls du noch da bist, ich kann keine Fragen sehen. Also wenn hier irgendjemand irgendwas fragt, ich sehe leider nichts. Okay, ich gucke mal, ob ich das freistellen kann für dich, aber normalerweise sollte das zu sehen sein. Moment mal eben. Okay, so, darf man mal einen Blick noch auf Gold. Da sind wir. So, bei Gold. Mal gucken, was ist da jetzt passiert in den letzten 30 Minuten. Das ist ein bisschen doof skaliert, muss ich auch mal kurz angucken. Also bei Gold bin ich halt hier auch im Wochenchart, habe das auch hier mal eingezeichnet, was ich das letzte Mal gesagt habe. Da hatte ich nämlich gesagt, dass wir halt hier diese Linie, die ist aus dem letzten NFP-Webinar und habe ich halt gesagt, wenn Gold wirklich nachhaltig steigen will, beziehungsweise überhaupt steigen will, dann brauchen wir einen Wochenschlusskurs über dieser Linie. Und das hat er knapp verweigert die ganze Zeit. Und hat es dann jetzt halt hier, letzte Woche müsste das oder vor 2 Wochen gewesen sein, das ist hier jetzt Tageschart. Da haben wir zum ersten Mal einen Kurs drüber gehabt und entsprechend jetzt auch nochmal eine Reaktion, die ein bisschen deutlicher auch nochmal nach oben geht. Wobei ich halt hier auch sagen muss, ich habe das tatsächlich auch aus dem Auge verloren, weil ich letztens nämlich hier irgendwo Gold geschortet habe. Ich dachte, naja, das bricht hier und habe tatsächlich auch nicht mehr diesen Chart gehabt, den habe ich vorhin wiederentdeckt.
wo ich hier die Instanz aufgemacht habe, ist natürlich auch sehr schlau, wenn man halt selber was sagt, 4 Wochen vorher, und dann tritt es ein und man handelt selber dagegen. Das ist natürlich nicht gerade besonders klug. Und wie diese Linien hier zustande kommen, warum wir da jetzt genau Reaktion haben, müsste ich halt auch noch mal kurz nachdenken, wie das gekommen ist. Genau, also hier, da sieht man das halt, ja. Wir hatten halt hier einen Support. Hier war das letzte Tief, bevor es dann halt hier unter den Support drunter ging. Und es hat einfach auch nur eine Paritätsumkehr. Das heißt, erstmal war Support, ja, sieht man nicht so gut. Also im kleineren Timeframe sieht man es natürlich besser. Das heißt, hat halt hier ein paar Tage durchaus gehalten. Irgendwann ging es dann drunter. Der Punkt wurde aber nicht mehr erreicht. Ich mache das auch mal ein bisschen größer. Der Punkt wurde aber nicht mehr genau erreicht. Ja, ist nämlich hier genau dieses Tief von der Tageskerze hier, sondern ist einfach drunter ohne einen Rücktest. Und das wird meistens nachgeholt. Also das heißt, wenn es hier einfach so drunter geht, fällt es nicht am Stück, sondern kommt irgendwann dann wieder hin zurück. Und ich nenne das halt immer Untested Resistance oder Untested Support. Und das ist halt auch eine Geschichte, auf die man ganz gut bauen kann, ja, weil hier ist ja erstmal der Support gebrochen. So, und infolgedessen sollte es jetzt auch nicht einfach nochmal so da drüber laufen, ja. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier erstmal den Schlusskurs haben, über dieser grünen Linie aus dem Oktober, und es ist ja auch ein Stück weiter nach oben gegangen, trotzdem ist das hier jetzt keine einfache Geschichte, die sich ohne weiteres halt jetzt auch nochmal überlaufen lässt. Weil die Regel wäre jetzt normalerweise die, wir haben halt hier einen Support, der bricht, wir machen Backtest und fallen weiter. Das heißt, hier läuft das Ganze jetzt so ein bisschen gegeneinander, passt aber auf der anderen Seite zu Gold, das ja ohnehin die meiste Zeit seitwärts halt wirklich unterwegs ist. Also zumindest mal jetzt halt irgendwie im letzten Jahr. Da war ja fast wirklich nur seitwärts. Infolgedessen passt das jetzt schon. Das heißt, gut möglich, dass wir ab hier nochmal komplett runterrutschen bis auf die 1203 oder halt, beziehungsweise hier waren wir ja schon, weil hier sieht man ja auch, da ging es auch drunter, ewig lange Widerstand, viele Kerzen, die hier in dem oberen Bereich halt nicht mehr weiterkommen. Hier die letzte Abwärtsbewegung. Und da haben wir das gleiche Spiel. Das heißt, hier war die letzte Abwärtsbewegung. Dann ging es da endlich durch. Und hier fehlt genauso der Backtest. Das heißt, für meine Begriffe Gold Long, um es wirklich laufen zu lassen, sollten wir hier eine Kerze haben an der 1203, die meinetwegen auch ein Stück darunter geht, aber hier schließen sollte und dann in einem zweiten Ansatz. Das heißt also wirklich eine Sache, die ich halt über paar Tage hinziehen darf, dann hier nochmal einen Schlusskurs drüber und dann kann es auch nach oben raus. Aber vorher glaube ich nicht, ja, weil solche Punkte, die werden halt meistens nicht vergessen. Ja, warum das so ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, kann ich nur mutmaßen. Aber ich meine, wenn jemand hier long geht, jetzt oder long gehen will mit einer größeren Position, der sagt ja auch, ja gut, was soll ich hier reingehen? Keine Ahnung, ob das hier oben durchgeht, ja, sondern wenn ich kaufen will, ja, am liebsten hier unten. Ja, da wo die angefangen haben, die hier den großen Geldbeutel aufgemacht haben, da will ich auch rein. Noch lieber hier, gut, wenn ich den nicht kriege, dann aber doch wenigstens hier irgendwo in dem Bereich, aber nicht hier. Weil es halt einfach zu teuer ist. Ja, ganz simpel ausgedrückt. Vielleicht ist das der Grund, aber nichtsdestotrotz, das sind halt zumindest Sachen, die man halt immer recht gut beobachten kann. Also deswegen würde mich nicht wundern, wenn wir hier tatsächlich diese Kerze nochmal in mehreren Tagen. Also nicht heute, nicht an einem Tag, sondern wenn es noch mal ein paar Tage dauert, noch mal darunter und dann hoch und dann kann es auch funktionieren. Aber so ohne weiteres nicht, sieht man ja halt auch, das funktioniert ja hier erstmal, ja. Also diese Paritätsumkehr, so nennt man das ja, wenn ein Support zum Widerstand wird. Und die funktioniert ja hier erstmal. Auch wenn es hier ein bisschen drüber ging, das macht aber nichts, ja. Das ist halt einfach letzten Endes, ist ja nur ein Docht. Ein Docht ist einfach nur ein Fehlausbruch. Dirk, soll ich dir die So, Euro habe Fragen, ich. Entschuldigung, Ja, gerne. soll ich die Fragen mal eben aufgreifen, die gekommen sind, oder? Ja, klar, gerne. Ja, gut, eine Frage, weil das eben kurz, wo du beim DAX warst, warum die 11.667 und nicht die 11.678, das war das Stundenhoch. Warum ist die andere Marke relevanter, aber das hast du dann nachher schon was zu gesagt. Ach so, ja, weil es halt ein Stundenhoch, also wie ich es ja gerade jetzt auch schon gesagt habe, ne, hier, das ist wahrscheinlich dann gemeint, ne, weil wir hier oben so einen Peak haben.
Ich ignoriere eigentlich Peaks immer, ja, weil es Peaks sind, also oder Dochte, sind Fehlausbrüche im Endeffekt. Mehr ist es aus meiner Sicht halt nicht. Und auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen drüber sind, ich bin mir sicher, man findet den irgendwo in der Vergangenheit dann noch mal wesentlich plausibler. Hier sieht man es zum Beispiel. Ja, da haben wir relativ genau daran. Es sind natürlich auch nur Peaks, sind aber mehrere. Das heißt, ich habe halt hier ganz klar erkennbaren Widerstand, der auch hier wiederum rückgetestet wurde. Ja, das mag jetzt irgendwie 2 Punkte höher sein hier. Und deswegen versuche ich das halt schon immer ziemlich genau zu halten. Hier sieht man es halt auch. Ja, da ging es dann mal genau auf die 11.666,9. Ja, also das passt. Und das war halt einfach der letzte Rücktest dann auch von der Linie. Und das dann ist halt einfach nur ein Fehlausbruch. Das war ja nur nochmal das gleiche Prinzip. Hier ist es Support, 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 bricht. Und dann hier auch nochmal, läuft nochmal hin, geht dann runter. Ja, das Prinzip ist halt immer das gleiche. Und ich versuche es halt einfach immer so genau wie möglich hier. Das war dann der letzte Support. Entsprechend halt hier bei der 11.667. Das heißt, also hier ist die dann wahrscheinlich auch erst entstanden. Also die Linie ist jetzt nicht seit heute da, sondern die gibt es natürlich auch schon ein bisschen länger. Und aber auf diese Art und Weise versuche ich es halt so genau wie möglich dann halt entsprechend auch auszuloten. Okay. Deswegen natürlich, wenn man jetzt die 670 hat, ist es natürlich auch okay. Ja. Also nur ich handle halt gerne irgendwie mit einem ganz kleinen Stop-Loss statt irgendwie zu groß. So, die hätten natürlich noch ein bisschen was gebracht. Vielleicht hat es ja der eine oder andere auch gemacht und freut sich jetzt gerade irgendwie über 50 Punkte im Topf. Ich habe es halt hier nur leider verpasst, aber das macht nichts. Okay, haben wir noch weitere Fragen? Ja, also waren so viele Fragen waren jetzt noch nicht. Eine Frage noch. Dirk, bitte das schnelle Umschalten vom DAX auf Gold- oder Euro-Bildschirm einrichten, kurz erläutern. Das ist vielleicht eine Das schnelle technische Frage. Umschalten. Ja, wo du den Also, Bildschirm gewechselt so. hast. Das geht einfach mit Alt und Tab. Das hier, ne? Also, wo ich halt einfach hier hin und her springen kann. Einfach mit Alt und Tab macht man das. Genau, also das ist, wenn mehrere Fenster geöffnet sind, ne, dann kann man dann dementsprechend hin und her schalten. Genau. Gut, die kommende allgemeine Frage: Gibt es Slippage bei FXFET zu Non-Farm Payrolls? Also Slippage kann es immer mal geben, ja. Also oftmals sind wir sehr gut in der Ausführung oder meistens, aber es ist ja immer so am Markt, ne? Wenn alle irgendwo durch wollen durch irgendein Nadelöhr, dann kann schon mal sein, dass man halt nicht gerade der Erste ist und dann ein bisschen später ausgeführt wird. Aber wir beobachten eigentlich so gut wie keinen Slippage. Und ja, das werden Sie feststellen, wenn Sie wirklich auch live handeln. Ja, also man sollte immer damit rechnen. Bei Genau. News sollte man eigentlich immer mit Slippage rechnen. Aber hier sieht man es ja zum Beispiel, ja, wo ich ja vorhin auch gesagt habe, ich ziehe den Stop mal ein bisschen dran, weil falls ich hier geslippt werde, das hat ja nichts mit FX Flat zu tun, sondern einfach mit den News. Es kann ja sein, dass zum Beispiel eine Riesenposition plötzlich irgendwo da oben liegt und da gibt es ein Gap. Ja, kann auch passieren. Dann nutzt mir das alles nichts mehr mit dem Stop Loss, dann geht er halt da drüber. Aber ein bisschen Slippage sollte man rechnen. Und hier sieht man es übrigens, das war jetzt vorhin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt von vorhin war, aber das waren jetzt zumindest die Trades, die ich heute gemacht habe. Inklusive dem, der vorhin relativ schnell hoch ist, habe ich hier eine Slippage von 0,25 Punkten. Ja, also quasi nichts. Und das wird ja hier entsprechend ja auch mitgetrackt. Okay. Ja, es kommt noch eine allgemeine Frage, und zwar für die Einstellung der Winterzeit. Was sind die derzeitigen Einstellungen für den Stereo-Trader bezüglich Zeitumstellung, also lokale GMT oder Server-GMT? Ganz normal so lassen, wie es ist, weil weil die Zeiten stimmen ja. Also das Problem ist jetzt einfach nur, was wir jetzt halt haben, ist natürlich, dass der MetaTrader oder auch der StereoTrader nicht weiß, dass der Dow Jones, ja, dass der halt jetzt um 14:30 Uhr aufmacht und nicht um 15:30 Uhr, beziehungsweise der weiß halt nicht, dass der in Amerika nach der Zeit dort gehandelt wird. Aber die Zeit, ansonsten muss man eigentlich nichts umstellen. Also weder Euro noch irgendwie im DAX oder so, das sollte alles passen. Ja. Genau, Also ich auch würde wenn auch es jetzt alles, hier. genau, ich würde es auch so lassen, weil nachher muss man sonst wieder zurückstellen, wenn USA sich anpasst. Und Ja. ja, so muss man sich einfach Das. merken, ja, wir sind halt eine Stunde früher dran in den USA und Ja. dann passen die sich wieder an, oder? Ja. Weil hier sieht man ja, ne? Also wir haben hier die Kassaeröffnung heute Morgen, ja, wo hier dieser weiße Bereich aufhört, da ist halt 9 Uhr.
Und ohne dass jetzt irgendwas umgestellt wird, stimmt es halt, ja. Obwohl der Server jetzt nach amerikanischer Zeit und wir hier nach deutscher, also das ist eigentlich ja normalerweise auch voreingestellt, wenn man das DevTrader installiert. Und da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Doof ist halt jetzt nur gerade ein bisschen der Dow Jones, weil der jetzt halt eben halt eine Stunde später halt unterwegs ist, beziehungsweise halt startet. Und das ist aber das Einzige. Aber auch das ist ja in ein, zwei Wochen jetzt überstanden. Ich weiß gar nicht genau, wann die halt umstellen. Okay, hier kommt gerade noch eine So. Frage zu dem zu den Task Value Profile und X-Frame aus dem Chart. Kann man die entfernen, ohne die Funktionalität aufzuheben? Verstehe ich nicht ganz die Frage. Weil Ich wenn ich die glaube, Funktionalität will, muss ich es natürlich ja drin haben. ja, sonst sieht man sie ja nicht. Also vielleicht können Sie das nochmal präziser formulieren, was Sie da genau meinen. Also man kann es einblenden oder okay, ja, aber nicht im Chart. Verstehe ich jetzt Kann die nicht. Frage leider nicht wirklich. Okay. Sonst gerne nochmal per E-Mail, dann können wir das uns nochmal in Ja. Ruhe anschauen oder per Screenshot. Genau. Ja, genau. Also jetzt am Wochenende wird auch in den USA umgestellt. Danke nochmal für den Hinweis. Es ist ja meistens immer nur eine Woche dann auch der Unterschied. Genau. Ja, also jetzt vielleicht mal ganz kurz noch. Also, was mir jetzt halt einfach, wenn man das jetzt halt heute verfolgen möchte, hier im Auge behalten sollte, ist, ich meine, was man hier jetzt ja sieht, im DAX jetzt zum Beispiel, um mal kurz bei dem zu bleiben, ist, dass jetzt hier gerade versucht wird, die letzte Aufwärtsbewegung im Stundenchart entsprechend auch nochmal auszuhebeln, ja. Aber noch ist die Stunde halt nicht um, die hat noch 10 Minuten. Und das ist aber ein typisches Verhalten, ja, dass wir jetzt halt hier, sieht man es ja, da ist die Lunte von der Stundenkerze. Und da klemmt es jetzt halt einfach, ja. Weil wir jetzt halt einfach 10 vor 2 haben, die Kerze muss irgendwann fertig werden. Und er versucht natürlich hier drunter zu schließen und gleichzeitig aber natürlich halt auch die Kerze in Grün zu beenden. Und deswegen finde ich immer halt, wenn man kurz davor ist, sollte man schon mal einen Moment warten, bevor man da halt irgendwie aktiv wird und sagt, ja, der fällt hier bestimmt weiter. Das sind immer wenn es heißt, der macht jetzt das und das bestimmt, sind genau die Geschichten, die am seltensten funktionieren. Also zumindest mal nach meiner Erfahrung. Und deswegen halt mal abwarten. Was man jetzt halt hier halt auch sieht, ist, wir sind jetzt nochmal in der Value Area hier drin. Das heißt, also dort, wo 70% des Volumens heute stattfinden, da schiebt es gerade so ein bisschen her, hier um den Point of Control. Das heißt, hier war heute der meiste Umsatz bei 11.635. Was man jetzt versuchen kann, wobei das natürlich auch keine Empfehlung ist, ja, aber wenn er versucht, hier nochmal an das Value Area High zu kommen bei 656, das wäre halt nochmal eine Möglichkeit, nochmal einen Short zu platzieren. Das wäre halt auch nur wichtig wäre, dass es in einer Bewegung macht. Hier dazwischen haben wir auch nochmal einen Pivotpunkt, also ein Vortagespivot. Das heißt, hier drüber oben an die Value Area und das wäre halt auch gleichzeitig die Stundeneröffnung und das hat dann zum Beispiel auch nochmal Chancen dann dort nochmal zu funktionieren. Wobei ich halt bei solchen Bewegungen, wie wir sie halt hier haben oder beziehungsweise bei News, eigentlich schon eher versuchen würde, es mit mehreren Positionen zu machen, jetzt nicht unbedingt nur fix an einer Stelle und mit einem Stop von 10, dann lieber halt hier oben nochmal eine hin an dem eigentlichen Punkt bei 667. Und dafür den Stop dann halt ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur das, wie ich es mache. Und ich weiß natürlich auch jetzt nicht, ob der tatsächlich da oben herkommt. Kann auch sein, dass wir jetzt hier unten hinlaufen, sofort zum S2 auf Stundenbasis und damit auch knapp vor dem Beginn hier der Aufwärtsbewegung nochmal im Stundenchart. Das heißt, genauso gut könnte man hier dann Long dagegen halten, ja, weil hier unten, das hat ja gehalten. Warum soll das jetzt einfach so brechen, ja, bei dem bisschen in Anführungszeichen, was da jetzt gerade passiert? Das heißt, hier unten kann man genauso gut darauf setzen, dass wir hier eine Range kriegen und dass der Support hier halt auch weiter hält, weil er heute Morgen entsprechend auch halt hier gehalten hat und weil wir dann halt auch unterhalb der Value Area sind und eben als kleines Indiz kommt vielleicht noch dazu, dass wir hier den S2 haben, der normalerweise halt auch schon in der Lage ist, ein bisschen was zu leisten, auch ein gerne gehandelter Punkt im DAX. So, aber wie gesagt,
jetzt halt die nächsten passieren. Man sieht, pendelt sich hier einfach nur ein an dem Punkt, wo halt der meiste Umsatz jetzt war. Ob der jetzt hoch oder runter geht, keine Ahnung. Also kann ich an der Stelle unmöglich einschätzen. Versucht wird halt natürlich immer, ja, das ist ja für Indizes halt auch typisch, halt alles nach oben aufzulösen. Das heißt also, möglichst alles irgendwie positiv halt zu halten. Klar, ist ja auch logisch erklärbar, im Gegensatz zu Währungen ist ja halt hier einfach so, dass halt hier immer Fonds dahinter stecken, Investoren, Aktionäre und so weiter, die natürlich ein Interesse dran haben, einfach günstig zu kaufen, ja, und natürlich auch nur entsprechend halt ein positives Ergebnis haben, wenn der Markt halt positiv ist. Deswegen hat man halt eine Tendenz nach oben. Es hat immer deutlicher, beziehungsweise, was heißt deutlicher? Natürlich, wenn wir halt einen panischen Abverkauf haben, nicht. Aber auch rein statistisch ist es ja so, dass halt Long natürlich immer die größeren Chancen hat, weil der DAX steht ja nun mal höher als vor 30 Jahren. Also ist in der Zeit natürlich auch mehr Long gelaufen, klar, weil es muss ja halt auch letzten Endes steigen, beziehungsweise ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Und deswegen muss man bei Short auch immer gucken, dass man dann seinen Ausstieg auch findet und nicht immer da auf den großen Crash da halt irgendwie baut, sondern halt irgendwo dann lieber auf eine Korrektur und sagt, okay, an der Stelle bin ich zufrieden, war ein paar Punkte, aber deswegen muss jetzt nicht die Welt untergehen, damit ich hier einen Trade irgendwie im Plus beende. Und klar, wir sind halt hier, das hatte ich ja auch vorhin ja auch mehrfach gesagt, wir sind halt hier klar im Abwärtstrend, aber eben in der Korrektur nach oben. Und eine Korrektur nach oben heißt natürlich auch immer, dass logischerweise halt auch am liebsten versucht wird, den Abwärtstrend halt wieder loszuwerden und nach oben rauszugehen. Deswegen sollte man schon immer auch eher mit dem Maximum halt rechnen, als jetzt irgendwie nur mit einer kleinen Korrektur. Ja, also jetzt gerade hier, wenn man sich das so anguckt, da sieht man ja halt, das ist natürlich schon massiv, wie das da unten hochkommt, ja. Und wo dann vielleicht jemand, der short ist, denkt, ja, das muss doch irgendwann mal vorbei sein. Ja, warum denn? Also, ne, klar, weil der Trend, der eigentliche Trend, die Grenze ist hier oben bei 840. Warum soll er nicht bis ganz da oben hinlaufen und halt ausreizen, wo es nur geht? Ob das jetzt den Sinn hat, den da oben durchzudrücken, ja, weil hier unten nachhaltig gekauft wurde, oder ob es den Sinn hat, möglichst teuer nochmal zu verkaufen, weiß man nicht, ja. Aber höher ist einfach immer wahrscheinlicher, ganz klar. Und solche Punkte kann man natürlich mitnehmen, wie die hier, aber man sollte auch hier nicht unbedingt dann damit rechnen, dass ab hier nochmal gleich komplett abkippt, ja. Was ich hier noch übrigens eingezeichnet habe, ich bin zwar jetzt nicht so der große Verfechter, ich muss die hier nur mal kurz ein bisschen im Auge behalten. Gehen wir mal ein bisschen mehr hier drauf. Das ist ja schon ein bisschen volatiler. Was ich aber trotzdem im Auge behalte, ist, wenn wir halt zum Beispiel EMAs haben, die einfach durchlaufen wurden, also EMA exponentieller Moving Average, und zwar kommt der hier auch aus der Woche raus, ja. Das heißt, wir hatten ja halt hier, erstmal hat er ja gehalten ursprünglich, EMA 200 hier in der Woche, ist dann durch und läuft jetzt einfach so wieder drüber, glaube ich nicht dran. Und das passt halt eben auch dazu, dass wir halt hier jetzt versuchen, aus dieser Bewegung halt rauszukommen, ja, also aus dieser Abwärtsbewegung. Und je nachdem, wie der halt jetzt hier schließt, jetzt heute, bin ich ziemlich sicher, dass wir das hier relativ zügig nochmal sehen, ja. Und kann auch sein, dass halt einfach nur dann halt von der 840 dann halt nochmal runterkommt und hier nochmal hinläuft. Aber es ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle, die man sich auch mal im Auge behalten sollte. Jetzt nicht nur wegen dem EMA, sondern weil wir hier halt ja auch schon mal Käufer hatten, ja, die bis zu 840 wieder hochgelaufen sind. Das heißt, das hier ist halt auch ja eine potenzielle Range, die halt auch bekannt ist, ja, weil hier wurde massiv gekauft, da wurde massiv verkauft. Und das heißt, diesen Bereich, also entsprechend hier von 11.400 etwa bis 11.840, da soll es schon noch ein bisschen was hin und her gehen und auch nicht einfach in irgendeine Richtung drüber laufen. Aber ich glaube heute erstmal nicht, dass wir über 667 schließen. Kann natürlich trotzdem sein, ja. Auszuschließen ist ja grundsätzlich gar nichts, nur die Chance ist relativ gering, sondern dass das halt eher dann eine Geschichte wäre, auch nochmal für nächste Woche. Das heißt, wir schließen hier
möglicherweise einfach in dem Feld irgendwo mit drin und gehen dann nächste Woche nochmal runter und dann hoch oder eben genau umgekehrt. Ja, aber dass wir halt heute hier einfach so drüber schließen, da glaube ich noch nicht dran. Erst wenn ich es sehe. Hoppla. So, deswegen habe ich den hier unten, wo war er, da auch hier mal eingezeichnet. Macht auch Sinn, markttechnisch, wie man sieht. Wir haben halt hier nämlich auch einfach nochmal das letzte Korrektiv hier in der jetzigen Aufwärtsbewegung. Und das passt halt entsprechend auch genau da unten mit dazu. Und von daher brauche ich da nicht nur den EMA, sondern kann den hier wunderbar einfach mit anderen Sachen abgleichen. Ich zeige mal ganz kurz noch was. Was nämlich halt hier auch auffällig ist, ist nämlich hier diese Aufwärtsbewegung, die wir halt hier haben, die extrem akkurat an den Fehlausbrüchen läuft. Ja, also ich zeichne ja tatsächlich fast nie Diagonalen ein, aber wenn sowas so auffällig genau ist, dann gucke ich da natürlich schon mal hin. Und das wäre natürlich auch eine Sache, die hier mit reinspielen könnte. Ja, das heißt, der Charttechniker, der jetzt diagonal arbeitet, der sieht hier einen Trend. Ja, also auch wenn ich jetzt hier nur eine Linie habe, aber ich schätze mal, wenn ich die dupliziere, was ich ja gerade mache, dann kann man hier möglicherweise halt auch irgendwie einen Kanal halt rausarbeiten, in welcher Form auch immer. Ich bin da jetzt nicht so wirklich der Experte drin, weil ich da halt relativ wenig drauf gebe. Aber wenn man den zum Beispiel so anlegt, warum auch immer, ja, also hier über diesen Hoch, über den markanten Hoch, so, dann versucht er auch gerade da oben rauszulaufen. Weiß nicht, ob man das so erklären kann. Also wie gesagt, da bin ich definitiv nicht der Experte, aber ich behalte es halt im Auge. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja, wenn halt hier jemand auf so einen Trend halt setzt und wenn hier noch ein paar Stunden ins Land gehen, dass er einfach mal darunter durchgeht. Und da wäre das natürlich auch eine Anlaufstelle, aber nicht nur wegen dem EMA nochmal, sondern weil wir halt auch hier einfach das letzte Korrekturtief haben. Ganz klar, viel, viel wichtiger. Und darauf baut ja halt Markttechnik auf. Das heißt, da geht es nicht um irgendwelche Diagonalen, sondern geht es einfach nur um die Lows und die Highs und sonst nichts. Und deswegen ist es absolut plausibel, wenn wir da nochmal hinkommen und da auch nochmal eine Reaktion kriegen. Deswegen finde ich den Punkt halt auch interessant. So, was dann halt natürlich letzten Endes dort passiert, weiß ich nicht. Aber man kann eigentlich relativ sicher davon ausgehen, dass sowas dann auch nicht einfach überlaufen wird. Und wenn dann noch ein EMA mit dabei ist, umso besser. Weil es gibt ja auch Händler, die handeln nur die EMAs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich beobachte das aber immer und sehe, da gibt es Reaktionen. Und aber nach meinem Dafürhalten eben nur, wenn auch noch was anderes mit reinspielt. So, hier oben wieder knapp verpasst. Sehr schön. Soll ich noch mal eben schauen wegen den Fragen? Ja, klar, gerne. Okay. Eine Frage ist vom Carsten. Woran kann es liegen, dass meine Intraday VA, Value Area, also vom MP-Tool circa 40 bis 50 Punkte tiefer angezeigt wird? Das liegt an der falschen Zeiteinstellung. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Weil, ja, da würde ich die Zeiteinstellung mal überprüfen. Das ist, genau, und das ist momentan halt auch leider Gottes jetzt ein Problem im DAO, weil die Zeiten natürlich nicht zusammenpassen. Und dort ist es tatsächlich so. Aber halt im DAX oder so sollte das nicht sein. Also dafür ist es ja gemacht, damit man eben nichts umstellen muss. Aber halt dort sollte das passen. Und wenn es dort nicht passt, dann ganz sicher an der Zeiteinstellung. Okay. Nächste Frage. Kann man den Stereo-Trader so einstellen, dass das Panel immer im Vordergrund ist? Es wird ständig unten verdeckt von den Indikatorfeldern. Ist die Frage, welches Panel genau gemeint ist. Da vielleicht nochmal. Ja. Weil eigentlich ist ja alles im Vordergrund. Also. Genau, vielleicht nochmal präzise formulieren, was genau gemeint ist. Moment, ich gucke gerade mal. So, jetzt haben wir hier 14 okay. Uhr. Also was wir jetzt halt hier sehr schön haben, was jetzt dann auch funktionieren könnte, das wäre, wir haben jetzt halt hier einen Schlusskurs im Stundenchart, genau darunter, hier nochmal ein Peak. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal hinlaufen sollten auf die 667, dann würde ich die auf jeden Fall nochmal versuchen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass wir mit der US-Markteröffnung
da auch nochmal ein bisschen mehr Gegenbewegung bekommen. Aber dass jetzt die nächste Stunde einfach so darüber schließt, glaube ich auch noch nicht dran. Ist zwar hier nur ein Innenstab, ja, diese Stundenkerze, ich muss es hier ein bisschen anders skalieren, ist zwar nur ein Innenstab, ja, sieht man ja halt auch von dem hier, aber trotzdem sind ja da oben relativ klar die Grenzen aufgezeigt worden und das ist halt hier nun mal ein Punkt, der in der Vergangenheit oft gehandelt wurde, deswegen würde ich da auf jeden Fall gleich nochmal auch dagegen halten. So, den setze ich mal hier an die Kante, ein Stück weit höher. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber kann es natürlich sein, dass die nächste halbe Stunde halt ja auch relativ wenig dann im Markt los ist und da halt nicht mehr wirklich was passiert. So, gucken wir uns Gold mal nochmal kurz an. Ja. Vielleicht noch mal kurz zu der Frage von eben. Da kam jetzt noch mal eine Ergänzung. Das Order-Panel rechts wird unten von anderen Indikatoren verdeckt. Ja, wenn andere Indikatoren unten eingefügt werden. Nö, das ist doch hier im separaten Fenster. Also verdeckt sollte da eigentlich nichts werden. Also wenn man hier Indikatoren, die liegen ja dann da drunter, normalerweise, weil so ein Panel wie jetzt hier mit dem Value Profile, das ist jetzt nicht unbedingt Standard, sondern das ist ja halt hier nur im Stereo Trader so. Sonst schicken Sie uns gerne mal einen Screenshot, wie das bei Ihnen aussieht, dass wir uns das mal anschauen können. Und dann dementsprechend versuchen wir das zu klären auch. Ja, weil sowas halt hier im NFP-Webinar halt zu besprechen, glaube ich, das ist Genau. Das sind technische Fragen, die müssen wir uns mal anschauen. ja nicht so der richtige Ort. So, Gold wollte ich ja nochmal gucken, genau. So, natürlich jetzt hier an der Tageskerze drin, aber passiert halt auch nicht wirklich was, ne? Das Ding hier oben hält, wie man sieht, ziemlich genau, auch hier im Stundenchart mehrfach. Da sollte jetzt tatsächlich dann auch mal ein neues Tief anstehen und nicht weiter nach oben laufen, weil es ist ja halt hier eigentlich so langsam, könnte man sagen, geklärt, ja. Da oben kauft keiner mehr. Erstmal. Und deswegen ist es auch schon plausibel, dass wir halt hier erstmal dann auch ein Stück weit runterkommen. Und hier auch das gleiche Prinzip. Ja, hier wieder sieht man es schön. Stundenkerzen, ja. Das war der Widerstand. Mehrfach nicht drüber gekommen, immer wieder abgeprallt und dann plötzlich geht er drüber. So, und das heißt, das hier wäre das nächste Kauflevel, 1218. Dort kann man dann mal drüber nachdenken, ob man da halt nochmal eine Position aufmacht. Wobei die aber auch nicht oben rausgehen sollte, sondern dann eher hier auf das, was sich jetzt gerade hier ausbaut. Das kann ich ja auch mal einzeichnen. Die muss man gucken. Hier kriegen wir nämlich halt auch jetzt gerade eine potenzielle Range. Muss man dann nur mal entsprechend den Punkt finden, wo die zu Ende ist. Aber wohl so in dem Bereich hier, fast hätte ich es geschafft, gerade einzuzeichnen. Das ist einfach so 1230, 1230, ein bisschen dicker. So, das ist so in etwa der Punkt, den sollte man dann im Auge behalten. Das heißt, von hier, wenn wir jetzt hier durchfallen sollten, den EMA, da würde ich auch vergessen an der Stelle, auch hier das Zwischengeschiebe. Hat auch nicht viel zu sagen, finde ich, außer dass wir hier natürlich noch mal ein kleines Zwischenhoch haben. Ich mache das so ein bisschen schmäler. Was aber auch nur semi-interessant ist. Also hier sieht man halt auch noch mal, ja, hier Widerstand noch mal dran abgeprallt, dann mit Schwung halt durch. Das heißt, na gut, das matcht jetzt natürlich dann tatsächlich jetzt zufällig gerade dann doch hier mit dem EMA. Und kann sein, dass wir hier dann auch nochmal ein bisschen Reaktionen dann auch bekommen. Aber das wird meines Erachtens nicht mehr als Geschiebe nochmal bis hier hin und geht dann im Endeffekt wahrscheinlich dann doch nochmal hierher, weil da ist natürlich wesentlich interessanter. Hier ist ja nur so mittelgünstig, ja, so. Und wesentlich interessanter wird es nochmal hier. Aber da hatte ich ja vorhin schon gesagt, da würde ich mich eher darauf einstellen, dass es mal ein paar Tage schiebt und auch nochmal eine Etage tiefer geht und dann eigentlich eher ab hier unten nochmal kräftiger anziehen könnte, hier im Gold. Okay, so, hier leider nicht gefüllt, auch nicht an dem Punkt, wo ich vorhin wollte, aber wir haben ja noch die Markteröffnung. Ich gehe schon mal stark davon aus, dass wir da halt auch nochmal hinlaufen und den Punkt dann auch nochmal sehen. Und dann, wie gesagt, würde ich da
schon mal dran festhalten. Wobei natürlich jetzt hier auch aufpassen muss, dass er nicht, halt wenn man das jetzt hier mal rein von der Intraday-Betrachtung, wenn wir jetzt hier zuerst neue Tiefs machen und dann nochmal hochlaufen, dann sollte man über die Geschichte hier oben nachdenken. Ja? Weil dann kann es natürlich sein, dass hier ordentlich halt auch nochmal gekauft wurde und dann natürlich auch Händler da drin sind, die da dranbleiben und das dann auch da oben durchdrücken. Aber hier so aus dem Mittelfeld raus, wenn er da halt jetzt nach oben geht, da halte ich das für wesentlich wahrscheinlicher, dass wir dann auch nochmal ein Stück weit runterkommen, beziehungsweise möglicherweise das Ding auch komplett kippt, und zwar nämlich auch hier. Das Prinzip von meinem Ansatz ist immer der gleiche. Hier ist nämlich das absolut genau dasselbe. Die 11.561, das war mein Shortpunkt gestern, ist dann jetzt halt hier mit einem Gap. Das ist ja nicht wirklich passiert, das war ja über Nacht. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, auch hier fehlt ein Backtest, ganz klar, von 11.561, um diesen ehemaligen Widerstand auch entsprechend jetzt als Support zu bestätigen, beziehungsweise halt hier den Bruch zu bestätigen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir halt von da auch nochmal runterlaufen bis auf die 561, also heute auch noch. Und dort kann man dann mal drüber nachdenken, ob man den nimmt. Wobei, nicht vergessen, das ist ein Gap. Und wesentlich interessanter ist das hier unten, ich hatte eigentlich die falsche Farbe, nämlich die 493. Das war halt ein Widerstand, den wir jetzt auch ein paar Tage gesehen haben. Und da ist er ja eigentlich mehr drüber ausgebrochen. Und hier fehlt genauso der Rücktest. Das heißt, hier kann es gut sein, dass es nur mal kurz 10 Punkte rauf geht und dann aber am Stück halt da unten nochmal auf die 493 und das wäre wesentlich interessanter. Und von dort sollte es dann mindestens nochmal hochgehen bis hier oben hin, also nochmal 50, 60 Punkte. Also finde ich wesentlich spannender, als jetzt den Punkt hier zu handeln, also die 561. Wie gesagt, aber von der generellen Reihenfolge wäre es mir jetzt eigentlich lieber, der kommt zuerst noch ein Stück da hoch. Vielleicht reicht es aber hier jetzt auch schon, vielleicht ist das hier schon erledigt. Und was er halt nicht tun sollte, ist jetzt halt hier in dem unteren Bereich nochmal reagieren, nochmal den Support bestätigen und dann hochlaufen, weil dann kann das da umbrechen. Dann kann das natürlich passieren. Aber solange der hier nur im Mittelfeld ist, ist das noch soweit okay. Und das muss natürlich dann halt raus. Da muss man kurz einen Schluck trinken hier. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich den hier vorhin so schnell weggenommen habe. Aber ich habe halt hier gerade auch so viele Sachen, die ich halt im Blick halten muss bis hin. Weshalb ich da gerade bei den NFPs immer zurückhaltend bin, auch eben mit Live-Trading, nicht wegen News, weil das ist halt eigentlich immer eine recht willkommene Sache, dass man da halt Bewegungen bekommt, sondern tatsächlich, weil ich halt hier natürlich immer nur so zur Hälfte konzentriert bin und einfach nicht alles sehen kann. So, gibt es hier noch was Neues? Nee. So, leider gab es da keinen Hoch mehr. Wobei man natürlich auch sagen muss, eigentlich ist es ja richtig, so wie der Dow das gemacht hat, ja, hat er kein neues Hoch gemacht, sondern wie man sieht, so ein Punkt drunter. Und in dem Punkt läuft er halt, also in diesem Hinblick läuft er wesentlich sauberer als der DAX. Der DAX wäre wahrscheinlich eher nochmal 10 Punkte drüber und dann runter, sondern hat hier ja nur einfach kein neues Hoch gemacht, einen Punkt davor und kippt dann wieder ab. Also so ist es halt eigentlich sauber, ja. Muss man halt auch mal klar sagen. Von daher war das vielleicht auch gar nicht so klug von meiner Seite. Jetzt nochmal, zumal ich das eh falsch gemacht habe, wie ich sehe, oder? Auf die 627, ja, das war genau der hier. Also hätte ich ihn genauso, ich hätte ihn eigentlich ein Stück tiefer liegen müssen. Ausgehend davon, dass der Dow das im Allgemeinen ein bisschen sauberer macht als der DAX. Gut, aber nichtsdestotrotz sieht man ja das, was ich halt gerade die ganze Zeit erkläre oder hier versuche zu machen. Das bewahrheitet sich ja auch jetzt erstmal so weit. Und wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere das ja halt mit seinem Ansatz oder seinen Marken ja auch abgleichen können und konnte entsprechend hier auch ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, ein bisschen ist gut. Wir sind ja hier schon fast wieder 100 Punkte tiefer gleich. Das ist natürlich nicht so wenig, ne? Okay, so. Viel mehr kann ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil jetzt hier 20 Minuten dauert es noch bis zur Markteröffnung. Und jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Ich schätze halt eher, dass das hier jetzt gleich nochmal getestet wird. Wahrscheinlich auch nicht sofort bricht. Aber mal gucken. Ich hoffe halt nur nicht, dass
Was heißt, ich hoffe? Ich meine, mir ist es letzten Endes egal. Weil ich habe keine Einstellung zu dem Markt, so dass es mir jetzt lieber ist, wenn der steigt oder lieber, wenn er fällt. Das spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Also zumindest mal nicht, wenn man im Daytrading unterwegs ist. Aber wenn man jetzt halt hier Short verfolgen möchte und oder hier vielleicht jemand Short gegangen ist, und so war das halt gemeint, dann hoffe ich halt mal nicht, dass wir hier unten nochmal den Support nochmal bestätigen und von unten dann nochmal ganz nach oben laufen. Sondern dass wir jetzt halt hier wirklich mal eine Runde brechen, wobei wir wahrscheinlich jetzt nicht innerhalb der nächsten 20 Minuten, zumal wir jetzt hier in den Bereich halt unterhalb die Value Area kommen und wir da halt in der Abteilung zu billig dann auch sind. Ja, da kann es schon sein, dass hier gleich nochmal ein paar Käufer dann irgendwie aufschlagen und dann entsprechend auch hier sich long positionieren. Was wir heute auch noch nicht gesehen haben, gucken, warum wird das hier nicht eingeblendet? Bin ich jetzt so für? Ne, da ist es doch, ja. Die 504. Ja, ich hatte vorhin gesagt, wesentlich interessanter ist nämlich eigentlich der Bereich, hier von der Stunde her betrachtet, nicht die 561, sondern hier die 493. Wesentlich interessanter. Und das passt eigentlich wiederum ganz gut hier mit der 504. Da wären natürlich jetzt die Longs sagen, um Gottes Willen, der kommt da nicht hoffentlich nochmal 100 Punkte runter. Ich hoffe es schon eigentlich, ja. Aber dann aber auch eher, um dann wirklich hier eher long zu gehen, ja. Und dort halt mal rauszufinden, ob wir nicht doch noch den Trend bis nach oben ausreizen, beziehungsweise nicht den Trend, sondern die Korrektur. Und hier haben wir das Value Area High von gestern. Das heißt, hier müsst ihr erstmal aus volumentechnischer Sicht bestätigen, dass wir heute überhaupt aufwärts sind, ja. Und das natürlich hier prädestiniert beim VAH. Die 504 deckt sich natürlich extrem gut hier mit der 492. Ist natürlich ein bisschen unscharf. Ja, das heißt also 12 Punkte liegen dazwischen. Aber das ist mit Sicherheit auch im Hinblick darauf, ja, wo ich vorhin gesagt habe, das hier finde ich interessanter als Kauflevel. Auch im Hinblick jetzt hier auf das Value Profile. Wesentlich interessanter, dann halt hier drauf zu bauen, dass wir dort nochmal eine ordentliche Long-Bewegung kriegen, als jetzt hier irgendwo im Mittelfeld, nur weil da gestern halt das Tageshoch war, beziehungsweise ja dort gescheitert ist. Weil wir stecken hier mitten im Gap, darf man nicht vergessen. Das heißt, wir haben hier halt auch jetzt über Nacht kein Volumen gehabt. Es kann sein, dass es einfach da komplett durchrutscht, zumal auch gestern keiner großartig gekauft hat, sondern wenn, dann hier. Viel interessanter. Also das würde ich heute mal im Daytrading auf jeden Fall im Auge behalten. Okay, aber was der Dow vorhat, den habe ich noch gar nicht hier in der Stunde besprochen. Den können wir auch mal kurz machen. Der hat natürlich hier gestern die 318, die ja auch schon ein paar Tage beziehungsweise Wochen ja mittlerweile halt bei mir hier im Chart liegt und auch immer wieder ganz gut eine Rolle spielt, weil da war halt einfach viel Volumen in der Vergangenheit. Gestern angelaufen, da ging es erstmal deutlich wieder runter. War das gestern oder vorgestern? Das müsste gestern gewesen sein. Deutlich wieder runter. Und dann über Nacht hier in einer ganz komischen, miesen Aktion. Hier mit einem Down Gap und dann halt hier hochgekauft und entsprechend dann halt einfach mal durch. Und hier habe ich auch dazu geschrieben, im Kontext 25.360. Das heißt, hier ist die Vorwoche, die rote Vorwoche ist hier oben zu Ende. Und das passt natürlich halt auch extrem gut wieder damit zusammen. Das Ganze kann halt einfach echt nur in einem ganz üblen Fehlausbruch halt enden. So, dass wir jetzt halt möglicherweise hier auch einfach zurückfallen unter die 25.360, möglicherweise auch hier drunter und dann tatsächlich erstmal da unten rauskommen, ja, bei 25.029. Das ist natürlich, sind 500 Punkte. Aber wenn der DAX hier noch 130 fallen sollte heute, dann spricht auch wenig dagegen, dass so ein Dow mal 500 noch fällt, weil die Volatilität natürlich eine ganz andere ist. Man sollte sich also zumindest nicht wundern, ja, wenn das da unten noch kommt. Also wir haben hier halt auch, zum einen haben wir hier nach dem gleichen Prinzip wie ich die ganze Zeit, wir haben halt hier einen Widerstand, ja, der mehrfach gehalten hat. Sieht man ja hier an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Die war jetzt nicht so genau. Aber das hier war halt der letzte Punkt. Das stimmt vielleicht nicht exakt die Marke, aber
Das hier war halt der letzte Punkt, bevor es runterging, beziehungsweise bevor es danach entsprechend gekauft wurde. Und da fehlt eigentlich auch so ein bisschen der Rücktest. Wir haben zwar hier eine Kerze, die genau drauf sitzt, ja, aber kann schon sein, dass die halt dann doch nochmal kommt, weil es nicht deutlich genug ist. Und hier hätten wir tatsächlich auch wiederum den EMA 200 aus dem Tagesschart. Würde also tatsächlich da auch zusammenpassen. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist hier das Value Profile drüberlegen, weil dazu müsste ich jetzt hier die Zeiten umstellen. Habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber könnte man vielleicht auch mal abgleichen, weil es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir da unten halt auch entsprechend das Value Area Low haben von gestern in der Nähe. Das kann schon gut sein. Ich kann das aber hier mal auf Tick-Basis aber mal anzeigen. Da sieht man es ja halt auch. Zumindest mal ein bisschen, wo wir da halt liegen. Das kann man ja mal machen. Ne, kommt nicht ganz so weit runter. Also das Valley Area Low müsste entsprechend halt hier auch in dem Bereich liegen, bei 25.200 gestern und das High entsprechend bei 25.400. Ja, weil das deckt sich halt schon. Also hier sieht man es ja, ne? Das ist also der graue Bereich, ist dann halt unterhalb der 70%. Es ist zwar jetzt hier, wie gesagt, nur Tickvolumen, trotzdem passt es meistens recht gut zusammen. Und hier oben ist halt einfach natürlich an der Kante. So, und hier hat er jetzt ohnehin das Problem, dass er hier natürlich in einen Bereich reinkommt, wo quasi überhaupt kein Volumen war. Das heißt, da waren keine Händler, die großartig irgendwas gemacht haben. Das ist halt hier einfach relativ problemlos durchgerutscht und das kann jetzt natürlich nochmal genauso passieren. Und erst hier unten, da sehen wir halt auch die Ausprägung. Deswegen ist es natürlich hier unten wesentlich interessanter und kann wirklich sein, dass er jetzt erstmal komplett nochmal runterkippt hier zur Eröffnung, dass wir dann da unten dann auch rauskommen. Kann sein. So, wie der sich aber jetzt halt hier weiterentwickelt, ich finde ihn momentan ein bisschen schwer zu greifen. Wie gesagt, das hier unten, das wäre ein Dip, ja, der meines Erachtens auch kaufenswert wäre. Und aber oberhalb, das kann man auch mal ein Stück größer machen hier noch, von dem ganzen Kontext mal abgesehen. Also ich denke mal, im Kontext habe ich ja am Anfang erklärt, aber oberhalb, um das halt zu drehen, wäre bei ihm halt wirklich, also bei dem DAO, wären wir hier schon wieder bei der 25.800, ja, beziehungsweise wenn man hier das komplett mitrechnet, bei 25.900 sogar, um das wirklich komplett zu drehen. Es ist möglich, dass es ausreizt, aber das hier sieht jetzt schon langsam nach Fehlausbruch aus. Über diese Hochs hier an der Stelle kann sein, dass es hier auch beendet ist. Ansonsten, wenn der hier runterkommt und dann wirklich da unten das als Dip nutzen sollte und dann nochmal hochzieht, dann kann der halt tatsächlich auch komplett nach oben laufen nochmal. Kann gut sein. Würde ich beim DAO grundsätzlich sowieso mal nicht ausschließen. Okay, gut. Also viel mehr kann ich dem jetzt auch nicht hinzufügen. Der Christian ist vermutlich weg, schätze ich auch schon mal. Und wird dann an der Stelle nämlich jetzt dann halt hier auch schließen. Also wie gesagt, in 10 Minuten ist Markteröffnung. Da geht es ja eh erstmal nur 15 Minuten, meistens nur ein bisschen hin und her, bis sich da halt alle in irgendeiner Form gefunden und sortiert haben. Und das heißt, frühestens was zu tun hier gäbe es dann erst nochmal um 14:45 Uhr. Aber ich glaube, die Zeit können wir jetzt natürlich halt auch an der Stelle überbrücken, beziehungsweise müssen wir jetzt hier nicht unbedingt aushalten. Deswegen sage ich an der Stelle mal ganz herzlichen Dank hier fürs Dabeisein. Mein Dankeschön natürlich auch an FX Flat und den Andreas, den Christian hier für die Moderation, beziehungsweise FX Flat für die Veranstaltung. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das nächste Webinar zur DAX am Morgen ist. Das müsste ich mal gucken. Und aber da steht ja im Zweifelsfalle auch bei der beziehungsweise auf der Facebook-Seite von FX Flat und wird auch auf der StereoTrader Facebook-Seite auch sicherlich nochmal angekündigt werden. Das müsste eigentlich nächste Woche sein, wenn mich da nicht alles täuscht. Nächste Woche oder spätestens übernächste Woche am Dienstag. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal dabei seid. Ich hoffe, ich konnte hier dem einen oder anderen ein bisschen helfen, was eben den Überblick angeht für den Markt, beziehungsweise auch die Bewegungen und Reaktionen so ein bisschen erklären. Ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Wünsche euch
Ganz viel Erfolg natürlich bei eurem Trading. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.